Weiß man nicht, wie ich die ganze Kacke nach Hause kriegen soll, aber. Na. Lass die Äste abmachen, die restlichen. Oh, jetzt halten da durch hier Schnitten. Wie kriegt denn die Äste hier nicht? Ah, wunderbar. Lass mal drehen. Schnippelt mal hier noch immer irgendwo durch. Ich glaube immer so eine Markierung erscheinen, dass man sägen kann. Aber hier passiert nicht viel. Das sollte vielleicht vom Stamm auch runter. Muss ich noch drehen? Ah. Ups, Bein mitgenommen. Auf den nächsten schon wieder auf der Lümmel. Halt. Dass man extra sich irgendwie bestimmt hinstellen muss, dass die Markierung erscheint. Gut, geht wahrscheinlich mit einer Maschine einfacher, mit einer Holzfällmaschine. Anstatt mit der Säge hier. Das Ganze kriegen wir hier irgendwo angezeigt, wie viel Sprit denn da noch drin ist. Ich glaube, ich habe noch nicht richtig durch hier. War ja schon oben. Na, kriegst du nicht vernünftige Backen. Vielleicht die Säge nur noch ein bisschen anschrägen. Vielleicht nützt das mehr. Oh. Nee, will irgendwie nicht. Wüsste eh nicht, wie ich das Ding nach Hause kriegen sollte. Zack. Jetzt haben sie mir die Spitze geklaut, ihr Säcke. Mal ein Stückchen Abstand noch nehmen. Vielleicht, dass man nicht zu dicht dran ist am Holz selbst. Das hier wegschnippeln in den ganzen Kack. Na. Halt. Ah, hier bist du doch schon. Nee, ist ziemlich schwierig, das auszulösen, diese. Ah, hier sind wir auch immer durch, ne? So wie das aussieht. Diese Kerbe dort drinnen, im Stamm selbst, ist ziemlich schwierig, das auszulösen, diese Markierung, dass die erscheint. Was machen wir mit dir nun? Können wir dir unten nochmal durch? Irgendwie, was war hier? Will aber sofort ruft da. Ja, ist schwierig. Denke mal, ist einfacher, wenn man mit einer Maschine macht. Mit einer großen Maschine vor allem. Weil die Kettensäge ist ja auch eine Maschine, aber da muss bestimmt was Größeres her. Nach Hause kriegen wir den Schniepel hier bestimmt auch nicht. Ich hab nichts zum Aufladen.
Dann würde sagen, Taschenlampe aus. Und wir gucken mal nach unserem Kraut. Nee, wir gucken mal am besten nach, wie wir hier den Trecker sauber kriegen. Damit kannst du ja nirgendwo mehr blicken lassen. Wie schon mal erwähnt in diesem Special. Jetzt mal ein bisschen Licht anwenden. Jetzt wird es tatsächlich alles ein bisschen finster hier. Und da hinten, da wächst immer noch nichts. Schade, schade. Na, vielleicht kommt das noch irgendwann. Vielleicht braucht das nur seine Zeit. Lass ich mal so liegen. Ich fahre mal nach Hause mit dem Träger. Da ist eine Tanke. Hier so oder was? Nee. Wir müssten hier rein. Halt. Gut. Dort müsste eine Tanke sein. Vielleicht haben wir da Glück. Ach, hier sind wir wieder beim Bahnhof angelangt, wo wir schon einst waren. Ah, vielleicht haben wir hier Glück, gleich waschen zu können. Nee. Hier kannst du bloß Bengtang kaufen. Ja. Drücke für weitere Funktionen, Tankenhelfer einstellen. Sämaschine ist klar, Spureiser, Licht ein, aus. Ja, ich glaube, der zweite Scheinwerfer ist nur zum Arbeiten, damit wir auf dem Acker mehr sehen. Ist im Verkehr nicht erlaubt. Bin kein Bauer. Bin auch doch einmal bin ich Träger gefahren. Aber das war dann auch schon. Aber möchte meinen, dass die ihre Oberlichter nur auf dem Acker einschalten. Sieht aus wie im Horrorfilm. Mit der schmutzigen Scheibe. Der Windschutzscheibe. Wenn hier so nachts unterwegs, da kraut ein Auto vor dir rum. Dann sind so hoch geworfen. Guck mal hin. Wird da Lunge genommen. Und kaum willst du überholen, kommt von vorne was. So, lassen wir mal hier vor. Halt, ich glaube, wir sind hier sogar am Hofe schon angelangt. Nee. Was ist hier los? Silage? Muss man mal von außen gucken. Boah. Ist denn hier noch so viel Verkehr auf der Straße? Entweder Gülle, Abfall oder Silage. Alter, driftet übelst hier drin. Gucken wir mal, hier muss doch ein Fragezeichen untergehen. Ah, gibt es leider nicht. Warum nicht? Dort werden wir bestimmt noch eine Münze finden. Nehme ich mal an, dort wäre ein gutes Versteck für eine Münze. Oh, ich hänge hier fest. Nee. Doch. Sieht aus wie so eine Shuffleboard-Scheibe. So, natürlich nehmen wir uns das Licht wieder. Oh, Scheinwerfer dran oder wie? Doch, naja, da oben. Okay. Also keine Info, aber ich denke mal, hier kannst du die ganze Kacke herbringen, falls du ein Güllefass hast und Tiere.
dann, ich weiß nicht, ob die dafür dir auch entlohnen werden. Oh, wir haben 1812. Wo geht denn unser ganze Asche bloß hin, Mensch? Unterhalt Fahrzeuge, glaube ich, dafür wird abgezogen. Also sollte sich das Kraut mal ein bisschen beeilen, dass es wächst. Wir sollten weiter Felder beackern. Vielleicht. Oder ich fahre tatsächlich so unsere Silos nochmal und hole den letzten Rest der Hochmassenverkauf. Wie kann man denn gehen? Viel ist es ja nicht, was wir da drin haben. So, das hier müsste unser Hof sein. Kühe. Kühe. Hier kurz. Arm, arm. Nee, ist gar nicht unser Hof, ne? So, gleich mal einstellen sollen, dass ich mir schneller drehen kann, falls das überhaupt einzustellen geht. Mit dem Joypad, mit dem Pad. Pad-Steuerung. Guck mal hier nochmal rein. Liegt doch bestimmt auch noch irgendwo eine Münze drin versteckt. Was ist das? Aber nein, soweit so wie ich es erkennen kann, ist hier keine versteckt, keine Münze. So, drücken wir weitere Funktionen. Wir können ja das Licht nur auch mit Joypad. Da weiß ich Bescheid, dass wir das auch mit Joypad ein- und ausschalten können. Hier haben wir irgendwie eine Pumpe. Was ist da los? Füllstand. Ach, Jauchegrube, wa? Da, wo du abbauen kannst. Abholen kannst, vor allen Dingen. Mit einem Güllefass. Müsste mal gucken, was ein Huhn, eine Kuh oder so was kostet. So ein Tier. Das wäre auch mal interessant zu sehen. Das gucke ich sofort mal. Na, hopp. Du Fliege! Kategorien. Marken. Aha. Schön mal zu sehen, was sie drin haben. Deutz ist drin. Jens. Jens ist auch drin. Kenn ich nicht. Aber ist bestimmt der Reis von Onkel Jens gemeint. Horsch kenne ich. Kercher, was haben sie denn bei Kercher? Muss man sie extra was kaufen zum Traktor abkerchern? Oder nicht? Gibt's doch nicht. Kann ich mal hier wählen? Ja. Tatsächlich. Oh Mann, ey. Können die Kinder Waschanlagen da hinstellen? Muss man sie alle selbst kaufen? Mit diesem Gerät lassen sich dreckige Maschinen säubern. Also müssen wir erstmal weiter mit so einem, ja, mit so einem Kacke bestreuten Träger umherknitteln. Schade eigentlich. Lamborghini. Haben sie auch dann. Okay. Kercher, Liebherr. Ja, Lizard MAN waren wir gucken. Das ist der. Ja, der LKW. Der Kark. Aber schon viel drin, wa? Auch wenn überall nur ein einziges Teil drin wäre oder ist. Ist das schon ziemlich viel an Content? Was du von vornherein mit zu bekommst zum Spiel. Und die Fliege hier, die geht mir jetzt echt auf den Sack schon.
spät ist denn das? 23.09 Uhr gerade. Rein wieder auf dem Wecker. So, mal hochsuchen. Würde ich sagen, wir machen uns dann bei, doch nochmal ein paar Felder fertig zu machen. Denn sonst kommen wir hier ziemlich bald ins Minus hinein mit dem Kontostand. Lass mir eine Karte nochmal aufklappen. Ach, da unten, da bin ich erst. Gut, dann machen wir einen Weg zurück und zwar über die 38, würde ich sagen. Da musste ja bloß da die erste Kreuzung abbiegen. Oder ist da beim Getreidespeichern noch ein kleineres Dörfchen? Ich weiß das ja nicht. Na gut. Dann bin ich unterwegs im Träger. Saumäßig beschmutzten Träger. Jo, jo, macht Spaß, macht Spaß, macht Spaß. Selbst da drum knitteln hat immer so viel Spaß gemacht bisher in allen Landwirtschaftssimulator-Teilen. So, also hier vielleicht nicht auch noch eine Waschanlage oder so was. Wo wir gerade schon mal vorbeifahren an so eine Tanke. Aber denke mal, dahinter ist auch nichts los. Und hier den BMW nicht unbedingt dran. Nee, auch nichts los. Aber vielleicht ist hier noch eine Münze. Aber sieht nicht so aus. Sieht nicht da noch aus. Jemand nicht hängen bleiben. Krabum! Bam! Na gut. So knapp 1 Uhr auf der Uhr. Uhr. Sollte bald wieder hell werden. Ein Elch drauf? Ein Schild? Ja. Jo, jo. So, jetzt kommen wir gleich an unserem Acker vorbei. Und da ist Bahnhof. Dasselbe werden sie da bestimmt auch mal verstehen. Wenn du mit dem Saatstreuer dorthin kommst. So, wir müssen hier irgendwo hoch. Da können wir hoch. Über ein Grundstück schon gefahren. Die Spuren schon da. Aber hat sie noch nichts getan. Denke mal, wird sie auch demnächst nichts tun. Geld wird immer knapper.